Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen zurück bei einer neuen Episode des Football Managers 2019. Man kann hier sehr gut sehen, wir haben die letzte Partie erneut für uns entscheiden können. Wieder ein Auswärtsspiel. Ja, die Partie war jetzt nicht unbedingt so dominant, wie ich es mir hätte gewünscht. Aber am Ende haben wir jetzt nicht so viel zugelassen, auch wenn es 12 Schüsse sind. Aber da waren jetzt keine großen Chancen dabei, bis auf einen Freistoß von Virgil Mistidian, welches glaube ich ans Außennetz ging. Ja, was übrigens an Außenpfosten war, es an sich eine vor allem souveräne Defensivleistung. Man kann auch sehen, hier vom Defensivverbund Wagnermann mit der besten Note. Das freut mich besonders. Und ja, am Ende konnten wir noch auch wegen Mistidian von einem riesen Patzer, einem krassen Patzer profitieren. Muss Isaac noch den Ball reinschieben. Mistidian hat im Strafraum einfach in den Fünfer zu Isaac gepasst. Und ja, der musste dann einfach nur noch den Ball reinhauen. Bredlow war natürlich darauf nicht so ganz vorbereitet. Und Pulisic mit einer kleinen Oberschenkelprellung. Hoffen wir mal, dass es nicht zu lange dauert. Und ja, am Ende noch das 2:0 von Isaac nach Vorlage von Fiete ab, der auch eingewechselt wurde. Und dann kam halt dieses Ergebnis zustande. Gut. Dann gucken wir mal jetzt, was mit Christian ist. Dürfte nicht allzu lange, 3 bis 5 Tage. Überlasse es dem Physio. Da will ich jetzt nicht unnötigerweise irgendwas noch längerfristigeres riskieren. Ne? Gut, jetzt gibt es noch 3 Spiele vor der Länderspielpause. Ein Heimspiel gegen Mainz, dann auswärts in Italien, Sassuolo. Und dann ein Sahnestückchen zum Schluss. Auswärts in Leipzig gegen Rasenballsport. Gut, also jetzt erstmal die Mainzer bei uns zu Hause, die nur auf dem 17. Tabellenrang stehen. Da ist die Devise natürlich ganz klar, es muss ein Heimsieg her. Bei unseren Ambitionen, die wir haben, natürlich mindestens Champions League, aber ich werde mich nicht gegen eine Meisterschaft wehren, sagen wir es mal so. Und dass wir dazu in der Lage sind, haben wir gezeigt vor 2 Jahren. Wir sind 2 Jahre vergangen, sind ein bisschen andere Mannschaft. Aber ich würde nicht sagen, dass wir schlechter sind. Ja, und wenn wir halt, wie gesagt, unsere Auswärtsschwäche in den Griff bekommen, dann ist auf jeden Fall deutlich mehr drin. Und das hatten wir letztes Jahr auch kein gutes Jahr zu Hause. Aber das war natürlich auch bedingt von der fehlenden Moral der Mannschaft, die natürlich nicht allzu hoch war, nachdem wir in der Tabelle nur im Mittelfeld rumgekrepiert sind. Isaac mit der besten Woche, dann Zagadou und Sancho. Perfekto. Ach, sorry Alexander. Gut, ich werde auf jeden Fall Isaac von Anfang an spielen lassen. Ah, jetzt ist die 3. Runde im Pokal, die Ziehung. Machen wir mal eine automatische Ziehung. Gucken, wen wir da so kriegen. Die Bayern sind draußen. Oh. Gegen wen sind die denn ausgeschieden? Okay, das muss ich mir gleich mal anschauen. Augsburg gegen, also Paderborn, Wolfsburg, Aue, Leipzig, Augsburg, Freiburg, Dynamo Dresden gegen den VfB Stuttgart, Hannover gegen Fortuna Düsseldorf, Heidenheim gegen Gladbach, okay, also noch 3 Kracher, Leverkusen gegen Mainz, haben wir ein Heimspiel, wir haben ein Heimspiel gegen den Hamburger Sportverein, das ist natürlich schon mal ein sehr großer Vorteil, aber das Bayern draußen ist? Boah, gegen wen? Wen hatten denn den Pokal? Augsburg, okay. Ich würde gerne mal wissen, wann die Bayern zuletzt so früh ausgeschieden sind im DFB-Pokal. Das ist, da glaube ich, muss man weit zurück gucken. Stimmt. Boah, ich persönlich kann mich, seitdem ich mich für Fußball interessiere, was seit 2004 ist, nicht daran erinnern, dass die mal so früh ausgeschieden sind. Krass. Unsere Jugend nur 1:1, schade. Auf dem 3. Tabellenrang, aber noch ohne Niederlage, immerhin. Noch fehlt, glaube ich, noch unser tschechischer Stürmer, ne? Ja, 4 bis 5 Tage, schade. Ist natürlich ein wichtiger Torjäger für die Mannschaft. Man sieht, 9 Tore, 2 Vorlagen schon.
Und unbehauen ist natürlich nicht mehr zur Verfügung, sondern steht nicht mehr zur Verfügung. Haben wir doch trotzdem, glaube ich, einen ordentlichen Nick Jonas Deubel. Der ist ja jetzt auch nicht so schlecht, ne? Ja, das kann jetzt auch unbehauen mal raustun, ne? So. Damit er mal weg hier von der Liste ist. Und übrigens, noch immer nicht wundern, wenn meine Stimme so ein bisschen angeschlagen ist. Gilt immer noch das letzte, wie in der letzten Folge, was ich da erzählt habe, weil das ist halt dieselbe Aufnahmesession. Und ja, da bin ich natürlich noch nicht gesund geworden in den 15 bis 20 Minuten. Bin besonders gespannt auf das Spiel gegen Sassuolo, ob wir da auch auswärts so dominant auftreten können wie zu Hause. Wo wir hätten natürlich gewinnen müssen. Gut, gab am Ende natürlich noch 0-0. Ja. Da stehen wir ein Stückchen unter Druck, weil ich natürlich nichts gegen Sassuolo verlieren will. Das ist natürlich, weil es dann natürlich sehr schwer werden würde, noch die Gruppe als Erster zu beenden, zu gewinnen. War jetzt auf den 18. Tabellenrang jetzt abgerutscht, wir sind Zweiter, hat wohl Frankfurt wieder gewonnen. Da müssen wir natürlich nachlegen. Leipzig mit dem 4-1-Sieg. Ui. Sind die wieder auf den Rängen, wurde dies eigentlich sehen, denke ich mal. Schalke mit einer Niederlage. Bislang wirklich nicht die Saison der Königsblauen. Da Donnarumma. Dann wieder er rein. Marius Wolf. Ich denke, ich kann die beiden noch spielen lassen. Auf den Flügeln. Kimi erstmal draußen. Witzel. Für Weigel wieder rein. Bentaleb hat schon 4 gelbe Karten. Sancho für Isak, der natürlich im Sturm beginnen soll. Pulisic kriegt die Pause. Reus für Gomez. Der quillt schon komplett raus. Guerrero auch erstmal, klar. Wenn ich sie schone, dann richtig. Havertz rechts. Auch nur fit genug. Ja. Genau. Sieht soweit richtig aus. Und damit gehen wir auch ins Spiel. Wir sind ganz gut aufgestellt, wie ich finde. Dann wollen wir mal. Ja, löst schon raus auf Sancho, der hat viel Platz. Raus auf Havertz. Witzel. Schuss geblockt. Wird da noch was draus? Nee. Bentaleb mit einem sehr komischen, einfachen Fehlpass. Machen wir mal wieder ein direktes Passspiel. Das ist ein vertikaleres so. Okay, der Schuss von Witzel nicht als Schuss galt laut Statistik. Immer kein einziger abgegebener Torschuss. Nach 20 Minuten. Man so schön sagt, die beiden tasten sich ab, neutralisieren sich bislang. Witzel hat versucht. Ja, komm, Isak! Nein, unglaublich. Fast so eine ähnliche Situation wegen Nürnberg. Aber den hat er nicht reingemacht. Unfassbar. Oh, Isak. Also den hättest du einfach machen müssen. Aber das weiß er natürlich selber. Da muss man das noch nicht ihm noch zusätzlich sagen. Kommt schon. Ein bisschen mehr Offensivgeist. Sehr gut, jetzt schon 4 Schüsse. Sieht doch schon mal besser aus. Jetzt anscheinend Mainz mal mit einer Situation. Oder können wir die wieder
im Keim ersticken lassen. Ne, Burkhardt geblockt. Maxim, Wolf, passt auf, sehr gut. Donnarumma. Paslak. Wird das jetzt also da... Oh, ein Fehler von Diallo. Diallo, nein. Und Iheanacho mit dem 1:0. Och, nee. Das war jetzt natürlich ein Fehler. Ja, das ist... Da müssen wir jetzt auch ein bisschen offensiver. Havertz und Sancho. Nach vorne. Das ist bitter. Schön von Patrick aufgepasst. Ah, das war auch schon die Chance. Nee, 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 nee. Da habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Das Ganze. Die Defensive steht ja trotzdem nur. Wenn so ein Fehler passiert, ist das natürlich semi-gut. Komm schon, vielleicht noch vor der Pause ein 1:1 rausholen. Das wäre natürlich super. Wäre so gut für die Moral. Kann man besser mitarbeiten. Havertz, Havertz, mach ihn. Was versucht er da? Ja, sorry, aber wenn man zwei solche Riesenchancen nicht reinmacht. Ja, dann kann man auch nicht so viel machen. Paslak ist nervös. Dann wollen wir mal ihn rausnehmen. Und Hakimi nach rechts für Wolf, der jetzt nach links gehen darf, der jetzt auch bislang keine gute Note hat. Also vielleicht klappt es ja auf der anderen Seite etwas besser. Petretta. Hakimi passt auf, sehr gut. Schickt Isak. Komm, wieder so ein schneller Treffer wie gegen Leverkusen. Bentaleb. Ach, auf Iheanacho. Der Burkhardt schickt. Aber sind schneller Treffer für uns, nicht für Mainz, ne? So, mehr in die Zweikämpfe. Aggressiver pressen, höher pressen. Wir wollen hier den schnellen Ausgleich. Auf gar keinen Fall eine Heimniederlage. Das wäre eine herbe Enttäuschung. Witzel, Witzel, Witzel. Heieiei. Schon die 56. Ab für Reus. Jetzt mit einer Doppelspitze. Natürlich steht der Burkhardt und kriegt den Ball. Ja, Maxim. Super, super viel Platz. Klar, wir spielen ja deutlich offensiver, das kann man auch teilweise verstehen. Isak. Ja, viel Platz. Sehr gut. Hakimi. Ah. Witzel. Kein Gebote. Ach Mann, das wird uns nochmal helfen. Aber vielleicht ein guter Freistoß. Auch nicht. Mitten in die Mauer. Oh, wir kämpfen. Aber auch die Mainzer kämpfen hier um jeden Zentimeter. Kommt, Jungs.
ab. Das ist ja wrong. Mit einer gelben wahrscheinlich. Rot, okay. Müssen wir ausnutzen. Tempo noch höher. Sehr vertikal. Schnell fortsetzen. Noch ein Offensiven reinholen. Lincoln für. Ja, Betalab. In den Sturm. Als Stoßstürmer. Ab dann als hängende Spitze. So, ein Dreiersturm sozusagen. Wir müssen das jetzt hinkriegen. Isaac. Komm. Komm, Alexander. Sancho. Da wird daraus nur so ein Kopfball. Kimi unbedrängt. Da sind so viele Lücken, das sieht man. Aber natürlich auch, weil Mainz natürlich sehr defensiv steht. Deswegen ist natürlich auch diese Linie hier sehr offen für uns. Hakimi. Sancho! Oh, Mann, aber wieder nur ein Kopfball. Zeigt Leidenschaft, genau. Das brauchen wir jetzt. Schön Havertz. Och, Niakate mit einem langen Ball. Aber der Ball bleibt bei uns. Oder auch nicht. Das sind jetzt wichtige Sekunden für Mainz. Gut. Von denen kommt jetzt gar nichts mehr. Die spielen natürlich jetzt total defensiv, denke ich mal. Wollen den Ball nur noch raus haben. Havertz. Nee. Nicht so. Kommt schon. Holt ihr noch wenigstens einen Punkt. Witzel. 10 Minuten noch. Mainz nur mit einem einzigen Schuss aufs Tor. Witzel, sehr gut. Direkt die nächste Aktion. Ab. Raus auf Hakimi. Witzel. 1-1. So, und jetzt weitermachen. Weitermachen. Hat der Axel jetzt Bock, kann man sagen, die Situation. Havertz schickt Isaac. Hakimi mit dem zweiten Ball. Wolf, jetzt bitte kein Abschluss. Witzel, ab. Hakimi hat viel Platz. Witzel. Wolf, jetzt kann er schießen. Das waren ein bisschen viele Mainzer. Zu viele. Lincoln, er kann auch schießen. Guter Schuss, bessere Parade. Oh, Sancho. 5 Minuten noch. Die 19. Minute schon. Ach, kommt, Jungs. 5 Minuten Nachspielzeit. Gut, das war nochmal eine Chance für Mainz. Das ist ein Konter. Sehr gut, Havertz. Oi, hätten wir besser nutzen müssen. Etwas schneller spielen. Links war doch jemand komplett frei. Na. Raul Petreta jetzt auch nur mit einer gelben. Lincoln. Direkt in die Hände von Müller. Kommt. Ich hab noch ein paar Minuten. Hakimi. Sehr gut. Sancho mit viel Platz. Oh, Wolf. Mann, wir kommen einfach nicht rein, ne? In den Strafraum.
Witzel. Hakimi mit viel Platz. Kommt, komm, komm, komm. Witzel. Wieder Hakimi. Lincoln, Lincoln, Lincoln. Nein. Jetzt aber. Oh. Unglaublich. Wenn das kein Powerplay ist. Ein Sieg wäre verdient. Muss man natürlich niemand sagen. Mainz hat ihre Formation verändert. Ja, gut. Sie spielen vorsichtiger. Das wäre jetzt nicht drauf gekommen. Mann! Lincoln! Oh, da ist niemand. Saints Row so knapp vorbei. So viele Chancen in so kurzer Zeit habe ich selten gesehen. Ja, natürlich nimmt sich Müller Zeit, das ist ja ganz klar und normal. Kimi, Havertz. Gibt es noch eine Chance? Boah, Ashraf, ne, der läuft da die Seite. Außen vorbei. Schade, schade. Immerhin hat Witze noch am Ende den Treffer gemacht. Schon mit 4 Saisontoren auch nicht schlecht. Ah, wir hatten genug Chancen für 2-3 Spiele teilweise. Schade. So ein Fehler wie von Dialog kann immer mal passieren. Am Ende standen wir trotzdem sehr geordnet defensiv. Wir haben viele Chancen rausgespielt. Ja. Nur der Ball wollte am Ende nicht ein zweites Mal rein. Schade. Boah, 25 Fouls von Mainz. Krass. Bin trotzdem stolz. Ach, komm. Ah, naja. So, das war's dann von heute. In der nächsten Episode geht's dann weiter. In Italien, in der 4. Gruppenpartie gegen den US Sassuolo, dem italienischen Vertreter. Also, habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.